Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes 555. So, den blauen Spieler haben wir ein bisschen geärgert und der blaue Spieler, was will denn der hier bitteschön? Wollen wir mal gleich mal entgegenlaufen? Wir haben ja hier die Truppen, glaube ich, mitgenommen. Ja, muss man schnell schauen. Ist zwar ein Held Stufe 1, aber trotzdem, sie hat, glaube ich. Ja. Absolut. Und dementsprechend haben wir genügend Stärke, um hier auch was zu reißen. So, wir gönnen uns hier das und dann gönnen wir uns... Moment. Die habe ich irgendwo hinbestellt? Ach, super. Oh, und dann geht er wieder weg. Das ist das sehr schön. Gut, wir müssen weiterhin Gegner killen. Da ist ein blauer Spieler, der stört ein bisschen, aber schauen wir doch mal. Was ist das? Eine Taverne. Ah, das können wir zerstören. Die Bauern müssen brennen. So sieht's aus, nämlich. In der Stadt? Ja, dann kann ich auch noch das Knochen ausbauen, dann bin ich hier fertig. Cool. Ah, nein, nicht ganz, nicht ganz. Dafür fehlt Gold. Das kriegen wir aber auch noch hin. Gold ist auch kein Problem. Sollte kein Problem sein. Wir könnten trotzdem mal hier reinschauen. Hier in der Gegend. Oh. Zuflucht. Naja. Zuflucht ist jetzt nicht der Hammer. Oh, der blaue Spieler ist immer noch hier unterwegs. Der stört mich hier, ehrlich gesagt. Der stört mich hier sehr. Dann jagen wir ihn mal. Soweit es geht. Sie hat keine Logistik, aber er wahrscheinlich auch nicht, ne? Jetzt ist alles ausgebaut. Da drüben ist noch eine Behausung. Weg damit. Wir kriegen ja dann extra Attack, glaube ich. Wo wird uns angeboten? Dauerhaft. Also wie ein Buff-Gebäude. Oh shit. Der schafft es sogar. Der hat mich um. Der hat es geschafft. Was? Moment. Niedrig. Und für dich? Mäßig. Naja, na gut. Das ist nicht so gut. Jetzt kommt er auf einmal rot an. Dann gehen wir mal mit ihm, mit Gotha hier weiter. Was gibt's denn hier? Was? Ein Gedächtnismentor. Ach, ist das nice. Das bedeutet, mit ihm kann ich wirklich alle Skills neu erlernen. Ein Katapult. Und eine Mine. Der rote Spieler. Wo geht denn der rote Spieler hin? Was macht der rote? Oh, er geht wieder weg. Gut. Und der blaue Spieler. Hat er gerade meine Mine eingenommen? Ich brauche zwar keine Minen mehr, aber trotzdem finde ich das... Ja. Das finde ich eine Frechheit. Also langsam schnappt die Falle zu. Oh, wir haben hier einen Ausguck. Seht, Stahlmänner bekämpfen. Ah! Gut. Wenn ich warte, töten sie sich. Jo, die haben sich getötet, prinzipiell. Da ist noch eine blaue Stadt. Herausfordernd. Ach du Schande, na gut, da werde ich vielleicht noch nicht angreifen. Jetzt muss ich doch langsam mal den blauen Spieler erreichen, oder? Der rote Spieler ist schon wieder da an der Grenze. Neue Woche und ich hole mir hier... Die Stallung, das müsste mir den Boost geben an Bewegung, der mir fehlt, um ihn zu erreichen. Gut.
Fallen aufstellen. Du bist ein Schamane. Was kannst du Wespenschwarm? Hat man jetzt auch noch nicht. Ach, die schießen immer mit ihrem Schrei. Oder spucken. Kann auch sein. Ja, der Zyklop kommt da nicht so weit raus. Ist egal. Drufhauen. Drufhauen. Okay. Probieren wir es einfach mal. Sie hat ein Level bekommen. Ist nicht schlecht. Das ist nicht verkehrt, ein Level zu bekommen. Katapult. Ihr könnt mit diesem Kampf. Der Steinwerfer könnte Orks helfen. Kann Feind bekämpfen damit. 15? Okay, immer noch herausfordernd. War schön. Was haben wir hier Feines? Mäßig. Da ist sogar noch ein Tarne drin, aber was gibt's hier? Das ist. Aber der. Eine Goldmine. Wobei. Zwingend brauche ich, glaube ich, Gold nicht mehr so wirklich. Ich schaue gerade, kann ich hier noch was gebrauchen? Nicht zwingend. Ein Zweiwerkportal. Davor ist irgendwas. Ich sollte dort bleiben. Ich bombardiere die. Bis die rauskommen. Jetzt kommt der rote Spieler und holt sie. Jetzt ist er da und geht wieder zurück. Okay, der holt sich erst die Minen dort. Böser roter Spieler. Andererseits, die Minen brauche ich nicht mehr wirklich. Wir bombardieren ihn weiter. Was? Hoch? Jetzt wurden die stärker sogar. Neue Woche, die haben neue Truppen geordert. Naja, schön. Aber so wirklich kann der rote Spieler. Also er hat keine große Truppe, der rote Spieler. Zumindest dieser rote Spieler. Und der kommt auch hierher und nervt mich hier und wird dann die Minen einnehmen und so ein Zeug. Moment, warum habe ich die nicht eingenommen? Egal. Blau ist ausgelöscht. So kann es auch gehen. Oh, das ist ja schön. Was ist denn hier? Das ist, glaube ich, ein gutes Item. Meine Truppen sind nur nicht so gut. Ich habe ja die. Die Ballista. Der will sogar kämpfen. So. Ich habe noch nicht die guten Truppen dabei. Das ist schade. Sammelruf. Ich habe noch nicht die guten Truppen dabei. Aber das ändern wir bald. Sehr bald. Töten? Fast. Ja, toll. Der kann nicht viel machen. Überraschend, wen die angegriffen haben. Aber gut, ist deren Entscheidung gewesen. Ich hau mit der Ballista das. Das ist, glaube ich, am wertvollsten, die zu schlagen. Ja, jetzt hauen wir die. Bevor die irgendeinen hitten.
Basic Shatter Dark. Oh, Moment, was wollte ich bei dem haben? Ich weiß es nicht mehr. Memory of Blood. Encourage. Making the turns come faster. Cap to one. Expert Leadership. Ist auch nicht schlecht. Ist alles nicht schlecht. Nehmen wir das Blatt. Das Schild war am wichtigsten. Die drei Defense, die sind nicht schlecht. Logistik, oder? Logistik. Wobei, ich krieg das weg. Sehr gut, durch den Mentor kriege ich den weg. Dann kann ich wirklich noch was nehmen. Dann nehme ich Luck. Luck, oh ja. Luck. Luck. Ja, das ist ja komisch. Komisches Gebiet. So, blau haben wir ausgelöscht, so wie es aussieht. Dann sollte ich einmal zurückgehen, mir neue Truppen schnappen und dann... Ich würde dann sagen, dann gehe ich einfach straight rot nach. Also dann interessiert mich gar nicht, wer hier herumläuft. Wir werden einfach auf Feldzug gehen und einfach alles platt machen. Dazu muss ich aber erstmal alles anfordern. Damit, wenn ich zurückkomme, alles auch da ist. Halt, dazu muss ich aber auch zurückkommen. Wie komme ich dann am schnellsten zurück? Das sind alles lange Wege. Und Town... Town Gate? Moment! Das war kein Tornportal, aber es hat geklappt. Ich beschwere mich mal nicht. Ich habe mein Ziel erreicht. Das ist das Wichtige. Sie bleibt dann für theoretische Verteidigung. Oh, dort oben ist ja noch eine Goldmine. Aber brauche ich auch nicht mehr. Fürchte die Rache. Schlachtruf. Aha, habe ich noch gelernt. Schön. Fürchte die Rache und Schlachtruf. So. Zeit, die Truppen abzugraden. Dann gehen wir mit einer frischen Troop. Moment. Halt, ich leg die mal lieber zusammen. Die legen wir zusammen. Die und so. Dann geht es schneller. Die Bogenschützen. Ja, gut. Kann man behalten. Muss man aber nicht. Jetzt die erstmal alle upgraden, das kostet schon einiges. Da wollte ich die Warmonger haben. Hier, die da sind wichtig. Da will ich die Henker haben. Hier will ich die Giftspeier haben. Übelwurm. Und hier... Blut. Ungebändigter Zyklop. Ungebändigter ist, glaube ich, besser. Hatte ich mir, glaube ich, auch in den Kommentaren mal erwähnt. Das besser sein soll. So, dann darf sie ihre Truppen noch upgraden und dann mir natürlich geben. Aha. Ungebändigter Zyklop. Der ist schon upgraded. Die ist nicht upgraded. Himmelstochter oder Erdtochter. Purge, wollen das Blut, Koblenz opfern. So, wollen das Blut, blablabla. Bleiben wir bei den Erdtochtern. Ich bin zwar nicht so überzeugt von denen, aber ja, es ist halt so. Das war jetzt ein bisschen dumm. Dann tun wir die auch noch explizit upgraden. Schön. Gut. Austauschen. Truppen austauschen. Also, ich bekomme die Goblins auf jeden Fall. Die auf jeden Fall. Die auf jeden Fall. Die auf jeden Fall. Die auf jeden Fall. Und die auf jeden Fall. Und von denen ja, kriege ich halt den Rest. Schwupp. Gut. Das war das Erste. Und dann gehen wir hier rein. Und schauen, was wir uns noch leisten können. Wahrscheinlich nicht sehr viel.
Da sind wir auf den gestiegen. Okay. Ja, ich kann mir nicht sehr viel leisten. Tja. Ich habe ja gesagt, Goldminen und so sind nicht nötig. Jetzt könnte ich sie gut gebrauchen. Alles loswerden. Die Zyklopen kann ich mir sowieso nicht leisten. Von daher kann ich auch das erstmal loswerden. Schön, schön, schön. Alles in Geld umwandeln. Und dann eine kleine Armee ausheben. Erstmal die wichtigen Truppen hier. Du bist, glaube ich, noch wichtig. Denn die und die, ja, fast konnte ich mir alle leisten. Zumindest alle niederen Einheiten. Oh, da habe ich die. Was? Da habe ich einen Fehler gemacht. Tatsache. Das müssen wir so machen. Egal. Dann ist es halt so. Ups. Ich sage es euch. Die sehen fast gleich aus. Schön. Es gibt auch immer mehr Geld. Was auch wichtig ist. Gut. Dann. Hätte ich gerne. Würde ich gerne. Will ich da? Will ich da durch? Vielleicht. Ein Schiff könnte ich da. Ich könnte auch darüber. Ich weiß, dass Rot da drüben ist. Ah, das dauert auch so lang. Ach, da komme ich ja dem entgegen tatsächlich. Vielleicht gibt es ein Schlimmeres, als dem entgegenzukommen. Kann sie gebrauchen. Also sie ist für die Verteidigung zuständig. Sie ist zwar ein Low-Held, aber naja. Man kann das nicht alles haben. Der hat die Goldmine geholt. Nun. Wow, das sind starke. Was ist hier los? Warum ist der jetzt auf einmal am Glitzern? War das schon die ganze Zeit? Ich glaube, die Rote Armee muss ich vernichten. Halt. Nicht besucht. Das sollten wir ändern. Ah, die Woche ist gleich zu Ende. Den Typen will ich auf jeden Fall holen. Logistik fehlt mir. Logistik wäre geil. Ob ich ihn erreiche, ist die andere Frage. Ja, der zieht sich jetzt wieder zurück oder nimmt einen alternativen Weg, kriegt die Flagge da auch noch und hat dann ein bisschen mehr Bewegung. Das ist Shit. Ohne Logistik macht das Spiel keinen Spaß. Naja, er macht halt solche Fehler und holt sich Sachen am Wegesrand. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und dann... wie kriege ich den? Gar nicht. Ich muss ihn kriegen. Ach Gottchen, das wird hässlich. Ich glaube, es ist effizienter. Der läuft jetzt da und holt sich da die Minen. Wie er mich an mir an der Nase... Komischer Bug hier. Ja, das Holz kann er haben. Ich will das Gold lieber. Okay, der nervt mich so dermaßen dort unten. Gib mir Logistik. Die bringt mir doch bestimmt Logistik bei. Oder war ich da nicht schon? Kann sein, dass ich schon war. Zur Not kann ich mich zurück teleportieren, wissen wir jetzt. Mit Schnappen. Abbrechen. Abbrechen. Nein, da war nichts dabei, was mich... Ja, shit. Die KI weiß aber auch, wo sie hin muss. Schon frech. Aber jetzt erwische ich sie. Die dürfte nicht bis mir zu mir kommen und dementsprechend sterben. Oh, jetzt hat der rote Spieler aber einiges zu tun. Jetzt muss der berechnen, ne? Will ich hier weitergehen? Und sterben? Kurz vor der Stadt? Oder nicht? Tja, dass ich fürs Sterben kurz vor der Stadt entschieden. Gut so, dann ist die rote Armee schon mal weg. Okay, die rote Armee. Die rote Armee. Passt. Aua. So, jetzt kommt erstmal meine Triple Ballista.
Die haut mal bitte auf die drauf, weil die nervig sind, wenn sie in die Luft gehen. Goblins opfern. Ich müsste Goblins opfern wahrscheinlich, um hier Mana zu bekommen, um einen Metroidenhagel zu machen. Das ist bitter. Ja, das war beabsichtigt. Dann stirbt er. Das ist überraschend, dass du das überlebt. Den in eine Falle hinstellen. So, dann snacken wir die weg. Dann kommen wir nach vorne. Wird nichts erreichen, sondern nur sterben. Ich komme dran. Was habe ich denn jetzt? Fürchtet die Rache der Helden, eine gewisse Chance, der Verhältnis der Helden schon in den Furcht einzugehen. Erhöht für einen Zug die schnelle Annahme 1 und ihren Angriff in der Abhängigkeit von der Heldenstufe. Das ist doch geiler. Schlachtruf. Bim! Weg ist der. So. Ich könnte werfen. Anscheinend keine andere Wahl, als es zu werfen. Es wurde mir zumindest keine andere Option gegeben. Die kommen sehr spät dran. Dann kann ich die töten. Genau, dann können wir die noch ein bisschen klein machen. Und draufhauen. Leider nicht töten, weil sonst wäre es genial gewesen. Aber naja. Dann darf der nochmal hauen. Aber tötet keinen Schiff. Und die regenerieren sich wieder. Gut. Das war sehr schön. Expertenoffense. Dann können wir direkt neue Truppen mitnehmen hier. Ah, da kommt der nächste an. Ja, ich muss auf Rampage gehen. Ich muss so schnell wie möglich deren Städte zerstören. Damit Ruhe dort ist. So, dann gönnen wir uns neue Truppen und können uns nichts mehr leisten, theoretisch schon. Kostet halt auch nicht viel. So, wie gehen wir jetzt vor? Was ist am schnellsten? Dahin? Vielleicht per Schiff? Geht das schneller? Weil der Gegner kam ja jetzt von da. Ich muss die Städte der Gegner so schnell runterhauen, dass ich halt hier keine großen Probleme mehr habe gegen die. Aber ich darf nicht alle zerstören, weil hier gibt es noch jede Menge Sachen, die man einsammeln kann. Und farmen kann. Dementsprechend gehen wir einfach mal dorthin, wo der erste Gegner herkam. Das ist der schnellste Weg wahrscheinlich. Blau ist übrigens komplett ausgelöscht. Ich habe gar nicht bemerkt, wie die Meldung kam. Aha, ja, macht dann noch die restlichen Truppen von Blau, also ursprünglich Blau, weg. Ich kann ja theoretisch immer mit diesem Stadtportal zurückkommen. Wenn Not am Mann ist. Aber erstmal gehe ich in die Offensive. Ich hoffe es, der Weg ist halt ultra lang bis zu denen hin. Der bufft sich extrem. Oh, der holt sich dann. Oh, der wird stark, der Andreas.
Einfach mal, das lag auf dem Weg. Jetzt ist die Frage, links oder rechts? Links oder rechts? Gehen wir einfach mal links. Von der Richtung kommen ja die Gegner irgendwie. Ja, genau. Sammel. Tu deine Sammelwut echt. Echt mal. Oh, da, das ist so ein Teil. Oh, hier gibt's sowas. Und hier ist ein Portal. Oh, schau mal an. Wo sind wir? Sieht im roten Territorium nach aus. Oh, schön. Und der rote Gegner ist gerade weg. Das ist gut. Können wir ihn vielleicht hinterrücks erwischen? Das sieht sogar gut aus. Oh Gott, das sieht sogar sehr gut aus. Ich gönne mir aber diese Bewegung. Hier sind einige Sachen wieder. Mhm. Hier gibt es so einiges. So, der rote Spieler wird jetzt straight auf meine Base zulaufen, aber in der Zwischenzeit werde ich halt eine von seinen kaputt machen. So ist der Plan. Nämlich die da. Niedrig. Ha! Erwischt. Das ist gut. Der kann, glaube ich, als besondere Fähigkeit die Wand einreißen oder halt das Tor einreißen. Das ist nicht schlecht. Was halt schlecht ist, ist, dass ich kaum... Oh. Das geht natürlich auch. Gutes Katapult. Ah! Bertrand! Zwei Zyklopen. Das ist aber übertrieben. Den machen wir weg, der ist der nervigste. Dass ich so langsam bin, ist schade. Ich habe schon ein paar nützliche Skills, aber wenn ich so langsam, wenn ich nicht drankomme, dann ist es immer blöd. So. Die wegmachen. Den wegmachen. Denen Falle davor setzen, den Elementaren. Dann haut er nochmal zu und das tut weh. Das tut richtig weh. Will Damage die machen. Oder der macht, der Held. So unfair. Die kostbaren Zyklopen geht da drauf. Keine Möglichkeit, was zu machen. Toll. Habe ich schon mal erwähnt, dass Orks mir am wenigsten gefallen als Fraktion? Das ist zwar bei vielen von euch nicht der Fall, also die mögen die Orks, aber die Orks, wie sie hier sind, finde ich nicht so prickelnd. Das ist eine gute Einheit, aber sonst hält es sich stark in Grenzen. So, bis auf die Grundmauern haben wir alles gekillt. Gut, Astrologenturm braucht man denn. Wochen vorher sagen. Woche der Pest oder sowas, was die ganzen Produktionen kaputt macht, kam bisher nicht so wirklich, oder? Kann das sein? Ich glaube nicht. Oh, die Musik ist aus. Gut, dann würde ich sagen, mach mal hier Cut. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.